Diese scharfe Munition ist nicht mehr transportfähig. Sie ist belastet, das heißt, sie wurde bereits angesprengt und ist hochexplosiv. Auch diese russischen Granaten, sogenannte Beutemunition, müssen vor Ort fachmännisch explodieren. Was wir in der Kiste haben, das sind zwei Geschosse. Artilleriemunition, 7,5 cm vom leichten Infanteriegeschütz. Die Dinger sind nicht verschossen, das sieht man hier auch, dass diese Führungsringe noch keine Zugspuren aufzeigen, aber sie sind natürlich in einem sehr desolaten Zustand, man sieht die Zünder davon und sind natürlich durch das Ansprengen auch belastet. Die Munition wird in wenigen Minuten gesprengt werden. Man muss also die Munition, die zu vernichten ist, wie ich gerade erklärt habe, mittels einer Sprengladung, die man daneben legt, ansprengen, sodass es zu einer Detonationsübertragung der initiierenden Sprengladung zur Munition kommt und die Munition dadurch vernichtet wird. Insgesamt wurden seit Ende März rund 16 Tonnen Munition russischer, tschechischer, italienischer und deutscher Herkunft aus einem ehemals betonierten Löschwasserbecken aus dem Zweiten Weltkrieg sichergestellt. Bereits vergangenen Freitag sollte der Spuk in Freimann beendet sein und die Anwohner zurückkehren. Doch dann... Das Unangenehmste war natürlich am letzten Freitag, wo wir ja schon übernachten konnten und also früh haben wir ziemlich raus mussten. Aber wir haben doch einen Erkenner. Und am Freitag wollen wir halt wieder ins Haus zum Nächtigen und für den nächsten Tag um 7 Uhr raus. Nein, geht nicht, weil wir wieder was gefunden haben, was Gefährlicheres. Ja, mei, dann bin ich so beim Nachbarn, das ist auch recht ein netter Mensch, dann bleibst du halt bei uns über Nacht. Und jetzt haben wir schon wieder 3 Tage bei denen. Die gute Nachricht. Die Stadt tritt sowohl für die Unterkunftskosten der Anwohner als auch für die Kosten der Eigentümerin des Grundstücks, auf dem die Munition gefunden wurde, ein. In Vorleistung. Verhandlungen mit dem Bund und dem Freistaat stehen demnächst auf der Agenda. Erste Kontakte haben wir schon, sowohl mit dem Finanzministerium als auch mit dem Innenministerium. Wir haben auch das Bundeskanzleramt angeschrieben. Von dort steht noch eine Antwort aus. Aber zumindest haben wir jetzt schriftlich vom Innenminister, dass es beim Finanzministerium einen Härtefonds gibt. Versteht, die Evakuierung von rund 200 Münchnern war notwendig. Die Gefährdung war natürlich schon sehr hoch. Man hat es ja auch jetzt gesehen, bei den letzten Sprengungen wurden ja zum Teil auch die Wärmefassade wurde etwas beschädigt und dergleichen mehr. Also von daher ist der Sicherheitskreis des Sprengmeisters schon vonnöten gewesen und wie man eben auch sieht, wirklich nicht einfach aus der Luft gegriffen worden. Abtransport letzter Munitionsteile vor der Sprengung am Montagnachmittag. Nach rund 2 Wochen endlich wieder Ruhe im Viertel um den Zwergackerweg.